Pferdeleute, ihr hattet euch ein Video zu dem Problempferd Sascha gewünscht, ein Sehnenschaden und seine Folge mit Sandra Schneider. Und das sind einige Folgen und die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Wie immer arbeitet Sandra Schneider nach dem Motto viel hilft viel und baut da einen Parcours auf engstem Raum auf. Und wie ihr da oben hier seht, es geht um einen Sehnenschaden. Ich hatte auch neulich einen Sehnenschaden, aber als Horsemanship-Trainerin bin ich natürlich keine Gesundheitsexpertin. Und dann dachte ich, ich frage mal vor Google. Und wenn man da einfach eingibt, enge Wendungen, Sehnenschaden, Pferd, dann sieht man hier immer wieder, enge Wendungen sind für das Pferd weitestgehend zu vermeiden. Enge Wendungen, Kaltstart zum Beispiel, ich nehme an, dass Sie das nicht empfehlen. Keine engen Wendungen gehen. Besonders enge und schnelle Wendungen und so plötzliche Stops sollte man vermeiden. Enge Wendungen vermeiden. Enge Wendungen vermeiden. Ja, geht so weiter, könnt ihr ja selbst mal googeln. Und wenn man dann den Parcours so eng aufbaut, wie wir das hier sehen, und so nah beieinander und so viele Sachen, da muss man immer wieder anhalten, sehe ich wirklich den Vorteil nicht. Und dann sehe ich hier auch, sie arbeitet mit dem Kappzaum, wo ich mich frage, wenn man doch eh keine engen Wendungen macht, keine Biegungen, warum dann der Kappzaum? Also ich würde jetzt erstmal mit ihm trainieren, dass er dich nicht überholt oder über den Haufen rennt. Das kannst du mit Körpersprache machen. Am Anfang der Folge hat man halt gesehen, wie die Besitzerin mit dem Pferd agiert und dann wird immer vorne ja kurz gehalten und das Pferd zu einem hingezogen und dann beschweren sie sich darüber, dass das Pferd sie bedrängt. Ich möchte nicht angerempelt oder über den Haufen gerannt. Da sieht ihr wieder eine enge Wendung, also das könnte ich jetzt stundenlang durch. Und was genau soll das jetzt für den Sehnenschaden irgendwie bringen? Was ist das Ziel dieser Übung? Sagt sie nicht. Da wieder eng drumherum, also man kann nur mit dem Kopf schütteln. Wieder kurz gehalten, auch das zieht sich die ganze Zeit durch. Sie zieht quasi das Pferd in ihren Bereich rein, wie sie es hier so macht. Als meine Fancy, die hatte ja auch mal einen Sehnenschaden letztes Jahr, da habt ihr bestimmt auch einige Videos zu gesehen. Ich tue euch die Fancy-Playlist oben in die Infobox. Wir sind halt einfach Sattel drauf, ins Gelände und sind immer geradeaus. Wenn man jetzt keinen passenden Sattel hat, das kommt später auch noch in diesem Video, dann einfach zu Fuß gehen. Einfach gehen, 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 gehen. Und nicht, wie wir das in der Eingangsszene hatten, bei der Dame. Ihr könnt das sehen. Auch so kurz. Auch wieder die enge Wendung. Sie weiß es nicht besser, werfe ich ihr auch überhaupt nicht vor. Dafür holt man ja einen Trainer. Aber ich finde, da kann ein Trainer 10 Minuten kommen und dann einfach sagen, weißt du was? Spazieren gehen, reiten, reiten, reiten auf festem, harten Boden. Kein tiefer Boden, kein matschiger Boden. Und immer geradeaus, wochenlang. Und dann komme ich in 4 Wochen wieder, so hätte ich es dann gemacht. Und ich hätte auch die Osteopathin als allererstes geholt, weil man natürlich davon ausgehen muss beim Sehnenschaden, dass es da auch Schonhaltungen gegeben hat. Hier in diesem Fall kommt die erst nach Wochen, auch das noch später in dem Video. Jetzt Teil 2 des Videos. Ich habe jetzt im Prinzip die gleichen Übungen gemacht, die ich das letzte Mal im Parcours gemacht habe, nur ohne dass der Parcours existiert. Soll heißen, schon wieder enge Wendungen. Hat die kein Google? Und auch was, was man immer wieder gern bei der Sandra Schneider sieht. Sie trainiert in der unmittelbaren Nähe von Autos mit Pferden, die ihrer eigenen Aussage nach überhaupt nicht zuverlässig sind. Und das wäre so die zweite Anweisung, die man dem Schüler geben sollte. Geh dahin, wo nichts passieren kann. In der Regel ist das der eingezäunte Bereich. Beim Pferd mit Sehnenschaden ist das natürlich jetzt wirklich nicht ganz so einfach. Aber es gibt sicherlich auch irgendwo einen Weg, wo kein Auto steht, wo niemand anderes gefährdet wird. Das hatten wir auch schon in dem Video, wo ihr Mustang da als Handpferd war und, und. Da hinten sieht man, wäre das Gelände zum Training viel, viel besser geeignet. Man hat da ein Schild, Okay, Durchfahrt was wir verboten. jetzt machen, ist Folgendes. Wir arbeiten uns den Weg jetzt ein bisschen entlang. Aber wir laufen nicht einfach, sondern ich möchte zwischendurch immer wieder was von ihm. Damit er nicht so, oh, ich will aber jetzt und ich mache aber jetzt und oh nee. Sondern damit er mir noch zuhört, bei mir ist und nicht einfach so sein Ding durchzieht. Und genau das wäre jetzt meine Idee gewesen. Einfach laufen, laufen, laufen. Intuitiv weiß er wahrscheinlich am allerbesten, was ihm gut tut. Und diese Gehorsamskisten, die sie jetzt da so sieht, die ergeben sich von ganz von alleine, wenn das Pferd wieder Bewegung hat. Dieses Rumspringen, dieses Nervössein, das ist natürlich, wenn Pferde in der Boxenhaft waren und nicht groß beschäftigt worden sind, vielleicht in den ersten 1, 2 Stunden nicht ungewöhnlich.
Aber dem begegnet man, indem die Energie raus kann, indem das Pferd sich bewegen kann. Also strammen Schritt, dann kommt das Pferd gar nicht auf die Idee. Wenn ein Pferd die Füße nicht still stehen kann, dann versuche ich halt, dass es sich bewegen kann. Beim gesunden Pferd darf das auch gerne Runde im Galopp sein. Das geht bei denen natürlich nicht. Und ich bin sicher, wenn die das Pferd mal in Ruhe lassen würden und würden stramm geradeaus gehen, dann wird es sich auch beruhigen. Also es sind so wieder mal hausgemachte Probleme. Wenn sie das Pferd jetzt locker lassen würde, wird das fantastisch funktionieren. Das Problem entsteht durchs Kurzhalten vorne. Und das jetzt auch, ne, also dieses Dauernörgeln vorne, das nervt die Pferde eher nur. Und mit der einen Hand hält sie den Kopf zurück und mit der anderen will sie den Abstand dann haben. Einfach längeres Seil, fertig. So Ansätze, dass der so schnell wird und dann sogar antrabt und an dir vorbei möchte. Du dann keine andere Chance hast, als entweder lässt ihn vorbei oder du hältst ihn an, schickst ihn ständig rückwärts. Und ich möchte ihm aber jetzt von Anfang an sagen, dass ich nicht möchte, dass er so schnell läuft. Dafür, Achtung, lasse ich den Strick so vor seiner Nase kreisen. Und wichtig ist, wenn er meint, er müsste da reinlaufen, dann muss er da reinlaufen. Das heißt, du hörst nicht auf, wenn er da reinläuft, damit er merkt, dass du ernst machst. Also, wir merken uns, das Pferd soll merken, dass man ernst macht. Und ich bin halt großer Freund von gewaltfreien Methoden. Das heißt, ich nehme jetzt auch keine Peitsche oder eine Gerte oder sowas mit, sondern. Aber im anderen Video hat sie ja noch gesagt, wenn er da reinlaufen will, muss er halt da reinlaufen und er muss merken, dass sie ernst macht, die Besitzerin. Ich arbeite grundsätzlich nur mit Dingen, mit denen ich Pferden nicht wehtun kann. Auch dieses Halfter, was ich jetzt habe, das kann ihm nicht wehtun. Das kann ihm viel weniger wehtun als ein Knotenhalfter übrigens. Also zum Knotenhalfter, wenn man so arbeitet, wie die Sandra Schneider arbeitet und permanent da am Halfter hängt, im Zügel hängt oder am Führseil hängt, dann glaube ich, wäre das Knotenhalfter wirklich etwas, was dem Pferd vielleicht jetzt nicht Schmerzen verursacht, aber doch sehr, sehr unangenehm ist. Ich bin aber der Meinung, dass dasselbe unangenehm, wenn man es denn Schmerzen nennen will, meinetwegen auch, mit jeder anderen Ausrüstung entsteht. Das Knotenhalfter hat den Vorteil, lässt man das Seil lang, hat man eine Nullwirkung. Dann merkt das Pferd gar nichts, weil das ist ja auch sehr leicht. Und das gibt es bei der Sandra Schneider überhaupt nicht. Sie hat keine Nullwirkung. Sie hängt halt immer drin, sie hält das Pferd immer feste. Und das ist mit jeder Ausrüstung tatsächlich unangenehm, vielleicht auch schmerzhaft. Führt aber noch zu einer anderen Sache, nämlich zu diesem Abwehrverhalten des Pferdes. Dazu, dass die mit dem Kopf werfen, was sie beklagt hat, dass sie sich dagegen wehren, ständig festgehalten zu werden. Und dann ist halt auch wirklich die Frage, wenn man als Pferd oder als Mensch die Wahl hat, ich sage meinen Reitferienkindern immer, nehmt mal das T-Shirt vor eurer Brust ganz, ganz eng und haltet das mal ein, 2 Minuten so, ne? Wie sich das anfühlt. Dann hat man die Führposition von der Sandra Schneider. Im Gegensatz dazu, Vertrauen auf Ehrenwort, hat mal irgendein großer Reitmeister gesagt. Mit Vertrauen auf Ehrenwort arbeitet und das Pferd lang lässt, fühlt es sich natürlich deutlich wohler. Wenn es dann aber Mist macht, dann macht man so, wie die Sandra Schneider halt auch sagt, ernst. Und es gibt einen Ruck auf das Knotenhalfter, der ist wahrscheinlich tatsächlich punktuell einen kleinen Moment unangenehm. Aber es ist eben dieser eine Moment, das ist ganz wichtig, keine mehrfachen Korrekturen, sondern mit einer Korrektur, die aber dann auch sitzt. Und dann ist das Thema eigentlich geklärt. Wenn es dann vielleicht einen Moment mal, wenn ich jemandem mal so eben klapse, vielleicht zwiebelt das so einen Moment. Aber wenn es einschätzbar ist und ohne eine negative Emotion, ist das eine Sprache, die Pferde gut verstehen und die das Problem löst, die das Problem binnen einer Minute löst, wenn man nicht wirklich ein sehr starkes Problempferd hat. Aber das ist ja gar kein Problempferd. Das Pferd hat ein Problem mit dem Menschen. Das ist ja genau andersherum. Gucken wir mal, ob wir uns das noch weiter anhören können. Zu mir stellen, wenn er abdriften möchte. Und ich möchte gerne mal ausprobieren, ob das besser funktioniert als mit dem Kappzaum. Und wir gucken einfach, was funktioniert. Hauptsache, es ist erstmal gebisslos. Das ist mir ganz. Jetzt hat sie aber auch gemerkt, dass das mit dem Kappzaum, die ja auch sehr starr sind, ein guter Kappzaum hat tatsächlich auch eine Metallverstärkung da drin und so. Und das ist halt für wirklich ganz, ganz feine Sachen, wie eigentlich auch ein Gebiss, was sie dann so ablehnt. Wenn ein Pferd super ausgebildet ist, wenn man das so stellen kann,
Für den Grundgehorsam wäre der Kappzaum tatsächlich nicht das Mittel meiner Wahl und schon gar nicht zum Führen, weil ich auch bei meinen Pferden immer wieder erlebe, wenn ich mit Kappzaum arbeite, dass es oben auf der Nase, das stört die einfach. Also unten unter der Nase, man muss doch nur das Pferd fragen, man muss doch nur das Pferd ansehen, um zu sehen, was ist die Ausrüstung der Wahl. Und mit Knotenhalfter sind die Pferde tatsächlich zufriedener. Dann schlagen die halt nicht mit dem Kopf. Vorausgesetzt, man hält ihn locker. Das kann halt die Sandra Schneider tatsächlich nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass sie an lockeren Seil ist. Und genau das ist das Problem. Ganz wichtig, weil wenn er zieht, möchte ich ihm auf keinen Fall im Maul wehtun. Das Gebiss tut ja grundsätzlich auch nicht im Maul weh. Das Gebiss ist ja ähnlich wie ein Kappzaun zu einer feinen Verständigung, dass ich mit wenig Aufwand, mit einer kleinen Hilfe auch durchkomme. Sie immer mit ihrem angeblich so netten Werkzeugen. Sie kommt aber nicht durch und ist permanent am Pferd dran, was die Beziehung schädigt, was nicht zu einem Gehorsam führt, was zu einer immens langen Trainingszeit führt, die überhaupt nicht erforderlich ist. Ich führe auch nicht mit Gebiss. Warum sollte man? Gebiss hat den, ja eben beim Reiten diesen Effekt. Ich stelle und biege und habe eine vertikale Nachgiebigkeit bei meinem Pferd. Im Gelände reite ich auch immer gebisslos, aber wenn ich mit dem Pferd arbeiten will, ist das Gebiss das Mittel der Wahl. Sie stellt es dar, genau wie das Knotenhalfter, wie ein Folterinstrument. Rennt dabei einigen, sag ich mal, wenn die Leuten auch offene Türen ein, die überhaupt keine Ahnung von Pferden haben. Das ist ja so der Kundenkreis der Vox-Pferdeprofis, wo sie nicht mehr dabei ist. Das sind wirklich die, die noch weniger Ahnung haben. Die muss man erstmal finden, aber sie finden sie. Und die halt tatsächlich wenig Ausbildung haben, wo man sieht, die ziehen am Zügel, die hängen im Zügel, wenn die reiten. Dadurch entstehen natürlich Problemverhalten. Und wo es wirklich eigentlich nur eine Lösung gibt, kompetenten Reitunterricht, dann muss man über Ausrüstung sich überhaupt nicht mehr unterhalten. Weil egal welche Ausrüstung, es kommt immer auf die Hand an, die diese benutzt. Und da ist die Sandra Schneider natürlich das absolute Negativbeispiel. Und wie gesagt, wir möchten aus ihm wieder ein braves Reitpferd machen. Sein ist es noch ein kleiner Weg, aber wir sind guter Dinge. So, Sascha, bist du so? Also Sie möchten aus ihm wieder ein Reitpferd machen. Das wäre ja das erste Mittel der Wahl, dass mein Pferd im Gelände geradeaus Schritt reiten kann, weil wenn mal ein Sehnschaden ist, dann habe ich das Mittel überhaupt, um das Pferd wieder anzutrainieren. Wie gesagt, habe ich mit Herr Fancy gemacht. Okay, wir haben ja gesagt, wir gucken uns heute mal den Sattel an, weil wir ja irgendwann auch wieder reiten möchten. Ein Specki geworden, ne? Richtig speckig. Ja, jetzt sind wir auch auf der Weide, ne? Ja, Schatz, muss ich dir mal ehrlich sagen. Bikini-Figur und so, weißt du? Ja, die Sache ist jetzt halt, er ist ja jetzt untrainiert, ne? Und wenn wir jetzt wieder anfangen zu trainieren, wir haben ja jetzt eine ganz gute Basis, ne? Durch dass er jetzt wieder brav mitläuft. Kann es natürlich sein, dass der sich dann noch mal körperlich verändert. Ne? Das heißt, wenn du jetzt einen Sattel kaufen würdest und viel Geld ausgeben würdest, kann es sein, dass der dann in ein paar Monaten, wenn er wieder richtig im Training ist, nicht mehr passt. Ne? Ja. Deshalb müssen wir gucken, dass wir vielleicht eine Zwischenlösung finden. Also zum einen finde ich halt, ein Pferdetrainer ist nicht Experte für alles. Und trotz ihrer Akademie, die sie da so hat, wo sie dann halt irgendwie auch mal einen Wochenendkurs Sattel oder so mitmacht, das ist ja das, wie in meinem Buch ja beschrieben. Das sind ja bestimmt 20 verschiedene Unterpunkte, die da in 12 Wochenendkursen gelehrt werden. Also hat man da tatsächlich, lernt man da vor allem dieses gefährliche Halbwissen und das ist auch tatsächlich nicht ohne Grund gefährlich. Man hält sich dann für einen Experten, das tut sie ja auch. Und ich weiß einiges über Sättel und ich habe auch mal einen Kurs mitgemacht, wie man zum Beispiel mit dem Pirelli-System übers Pad jammen kann, falls ein Sattel nicht passt. Ich mache das aber nicht bei Kunden. Ich mache das bei meinen eigenen Pferden, kriegt da auch tatsächlich diese Zwischenlösung, die man manchmal vielleicht wirklich braucht, weil das Pferd entweder fett geworden ist oder aber abgebaut hat. Beides ist ja möglich. Gegen das Fett hilft halt auch wirklich nur reiten, 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 damit das Pferd wieder Bewegung hat. Ja, man könnte das über das Pad tatsächlich trimmen. Aber anstatt jetzt diese Zwischenlösung zu machen oder vor allem auch zu sagen, frag doch mal deinen Sattler, mach das mit dem Sattler, setz dich mal drauf, kann man es noch verantworten, weil der ist wirklich der Experte, der hat mehr nur als einen halben Wochenendkurs zu diesem Thema und auch mehr als einen ganzen Wochenendkurs.
macht sie sich jetzt wieder mal selbst zur Expertin. Das Schulterblatt muss ja rotieren können, wenn das Pferd das Vorderbein hebt. Deshalb muss der Stimmt ja auch hinter die erstmal, Schulter. aber Und man sieht, hier würde der auch der Sattel natürlich findet liegen ein bleiben. Zuhause. Und das ist schon So, mal ein ganz wichtiges wenn Kriterium. ich den jetzt ein bisschen hin und her bewege. Ich kann ihn jetzt relativ stark hin und her bewegen. Was ja an sich nichts Falsches ist. Wir haben jetzt ja auch gerade neue Sättel und ich sagte ja so, für meine eigenen Pferde, finde ich, mache ich das gar nicht schlecht. Wir haben halt auch Zwischenlösungen gehabt. Manchmal natürlich tatsächlich auch aus Kostengründen, weil eben ein Pferd mit 7 ja eigentlich oft erst so die endgültige Form hat. Wobei bei Western-Sätteln auch tatsächlich, die trotzdem oft die richtigen Sattler es schaffen, den passenden Sattel zu finden, was die Winkelung betrifft und damit Pads eben auch arbeiten, wie ich das gesagt habe. Was an dem Sattel aber wirklich auffällig ist, dass es diese Stelle hier, die Winkelung ist nicht hundertprozentig optimal, die ist aber auch nicht völlig schlecht so. Das würde ich jetzt kontrollieren, indem ich die Hand da drunter tue, weil ja das Schulterblatt rotiert und mir den Hals ranhole. Dann würde ich auch meine Hand einmal hier entlang streifen lassen, gucken, ob das gleichmäßig aufliegt, weil alles, was man von außen sieht, ist ja vorne und hinten. Der Bereich hier drin ist aber auch entscheidend, ob der Sattel drückt. Und das hat sie nicht gemacht. Auf diese Sache hat sie nicht angesprochen. Dieses Drunterfühlen hat sie nicht drauf angesprochen. Den Sattel festgezurrt hat sie nicht. Das Pad, weil sie redet ja von Zwischenlösung so. Das wäre vielleicht doch gegangen. Und das ist ja genau das, was das Pferd braucht. Im Gelände geradeaus, Kilometer um Kilometer, also natürlich mit Steigerung, nicht vom ersten Tag gleich alles so, ne? Und auch erstmal mit spazieren gehen, fehlt mir hier alles. Das heißt, der liegt nicht so gut auf dem Pferd jetzt auf den ersten Blick. Aber auch nicht so schlecht. So, Wirbelsäulenfreiheit. ganz. Und jetzt guckt mal da so rein. Da sieht man nämlich, also als Blickkontakt, sieht man erstmal nicht, dass der brückt, dass da irgendwo eine Lücke ist. Der scheint gleichmäßig aufzuliegen. Klar, hier unten dieses Problem sieht man immer noch, kann aber auch vom Blick täuschen. Wenn ich das nicht gefühlt habe, würde ich das nicht beurteilen wollen. Aber ich hätte bei dem Sattel, der so liegt, vielleicht nicht hundertprozentig, aber auch nicht so schlecht, wie sie das jetzt darstellt, ich hätte da mal angegurtet, ich hätte mich mal draufgesetzt, geguckt, wie das Pferd reagiert. Ob man damit reiten kann und wenn ich geritten bin, dann hätte ich so, wie man das mit dem Babyfläschchen macht, dass man ja immer am Puls so guckt, ist das jetzt warm genug oder nicht. Habe ich auch bei der Western-Sattelbörse in Solingen gelernt. Hätte ich da einmal so drüber gestrichen, ist es gleichmäßig warm, ist da eine Stelle heißer als die andere. Das ist ja auch mal so ein Test für Leute, die eben nicht so viel Ahnung von Satteln haben. Und ein Test, der einem dann sagt, oh, ich habe eine Stelle, die ist viel heißer als die andere, was ich am Puls fühle. Jetzt spätestens muss ich einen Sattler holen. Diese Empfehlung, einen echten Experten zu holen, habe ich von der Sandra tatsächlich noch nie gehört, außer wenn es um Osteopathen oder Tierärzte geht. Wichtig ist mir hier, dass die Osteopathin erst nach einem Monat kommt. Und das wäre das Erste. Also ich sage wirklich, manchmal, wenn Leute im mobilen Unterricht zu mir kommen und da erzählen die mir schon von irgendwelchen Problemen, bockt oder was nicht alles, dann sage ich, bevor wir anfangen, bitte die Osteopathin, versuche natürlich die Leute auch dazu zu bewegen, dass sie meine nehmen, weil die können mir viel erzählen, die sagen das natürlich auch, das Pferd ist in Ordnung und dann sage ich immer so, komm jetzt nochmal 100 €, manchmal auch weniger, mit einer Osteopathin, mit der ich mich auch austauschen kann. Und das ganze Training, was man macht, wo sie ja mit angefangen hat, tatsächlich einen Monat bevor die Osteopathin kommt, ist doch für die Katz, wenn das Pferd irgend gesundheitlich was hat. Und wenn beim Reiten Probleme auftreten, ist das auch alles für die Katz, was man reiterlich macht, wenn nicht der Sattler mal drüber geguckt hat. Weil ich immer noch denke, mit dem Sattel wäre es gegangen. Ja, Osteopathin. Einen Termin mit der Osteopathin, die sich den Sascha anschaut, weil unser Ziel ist ja, dass er bald wieder geritten werden kann. Irgendetwas gelöst, also schütteln, gähnen, abkauen. Festzuhalten ist also erstmal, dass sich da was gelöst hat. Ihr seht ja, dann arbeitet sie auch noch mit Nadeln. Und das wäre natürlich das Erste gewesen, weil dieses ganze Verhalten, was sie so stört, wenn es denn nicht von ihrem zu kurz halten kommt,
kann das natürlich auch davon kommen, dass das Pferd einfach Schmerzen hat. Muss das einen Monat mit diesen Schmerzen rumrennen, weil die, das ist ja auch bei den Boxpferdeprofis schon immer so gewesen und ist ja auch jetzt noch so, auch bei der Katja Schnabel. Erst wird trainiert, dann kommt Sattler und Osteopathin, dann läuft das Pferd auch auf einmal, wo man sich fragt, wofür noch einen Trainer? In diesem Sinne verabschiede ich mich mit diesem Video. Man könnte im Grunde genommen auf jedes Einzelne noch ein Extra-React machen, aber es hat ja jetzt auch schon ein paar Wochen gedauert, bis ich mal mit diesen klargekommen bin. Falls ihr dann noch eins wollt, bitte ich euch um Geduld. Selbiges auch in Bezug auf mein Pferdemafia-Buch. Wir verschicken es ja grundsätzlich alle 2 Wochen, aber durch das Mustang-Makeover, wir sind da ja auch noch nicht durch, war ja bis jetzt nur einstweilige Anordnung, müssen wir da immer so 5 Passagen dann doch schwärzen, wo ich eigentlich denke, es ist nachweislich bei den meisten Sachen wahr. Halt, da haben wir auch Belege, sind da auch im Widerspruch. Mustang Makeover hat sofortige Beschwerde auch eingelegt. Da ist jetzt in der ersten Instanz, ist die auch schon mal abgelehnt worden. Da waren ja viel, viel mehr Punkte, die sie akzeptieren mussten. Deswegen hatten sie auch den Großteil der Kosten. Aber da mache ich dann auch nochmal ein extra Video zu. Würde mich aber freuen, wenn ihr mit ein bisschen Geduld von diesen 2 Wochen, vielleicht auch mal 2,5 Wochen, mein Buch bei mir bestellt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschö.